Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Legends of Garandia Teil 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, komischerweise funktioniert dieses Teil jetzt wieder auch ohne die Krücke, die wir eigentlich hätten brauchen können. Aber uns fehlt jetzt weiterhin Zeug. So, wir brauchen auf jeden Fall noch zwei von denen hier. Nehmen wir mal noch den Schlüssel mit, die alte Zeitung noch mit. Hatten wir nicht noch irgendwo? Hatten wir nicht noch irgendwo Socken und so Zeug? Ich weiß es gar nicht mehr, da war es auf jeden Fall nicht. Ich hätte gedacht, wir hätten die irgendwo hingelegt, aber wenn, dann weiß ich nicht mehr wo. Da unten vielleicht? Nee, ich glaube aber eher nicht. Ach, die ganzen Edelsteine fehlen doch auch noch. Ich glaube, die habe ich irgendwo anders hingelegt. Nehmen wir noch den mit. Machen wir vielleicht noch mal einen Spielzeugsoldaten. Oder machen wir einen Spielzeugsoldat. Wir brauchen halt unbedingt dieses Zeug. Diese drei Sesam-Teile, damit wir an Sahne kommen. Und den können wir nur beim Dings einlösen. Ich frage mich, ob wir Brandon und Kallak nicht auch noch entmausifizieren können. Aber die wollten es ja nicht annehmen, den Käse. Aber wir probieren es nachher nochmal. Vielleicht finden wir auch noch irgendjemanden, den wir entmauzifizieren können. Wo ist denn das Zeug? So, right now, I'm buying toy. Holzpferde, ja toll. Hätte ich doch auf Holzpferde gehen sollen, ha? Huh? So, at this moment, so, right now, I'm buying machete. Ja, das kannst du haben. Not bad, but there is a small crack in it. I can only pay you, say, this much. War klar. All I... So, einen brauchen wir aber trotzdem noch. So, at this moment, was ist das? So, right now, I'm buying toys. Spielzeugsoldaten, perfekt. Not bad. Geht ja wirklich besser, als ich gedacht habe. Ja, das ging wirklich um einiges besser. Oh, Moment. Dann legen wir den Schlüssel und die Zeitung noch hierher. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Die Angel brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Nagel, den würde ich auch gerne mal behalten. Da haben wir die Edelsteine. Probieren wir es nochmal aus mit... What a group. Ja, ja. Mit den Zweien hier. Ja, da liegt ja sogar noch Käse, sehr gut. I see you've got your castle back. It's rightfully ours. I'm putting myself on trial, you know. William is going to be my star witness. Now, I know you're crazy. I'd really... Sure, maybe. If that fellow with the cheese ever gets here. I'm William. Now. Please, give... I'm tired of... Oh, please, please, please give us some cheese, Malcolm. Well, charity does begin at home. Oh, man. Wonderful. You're making real progress. Doesn't that make you feel good? Ich hätte auch alle beide Käse gegeben. Die haben den Käsemacher.
aber die zwei, also das ist schon, ja. Ich sag mal nichts dazu. Ja, sind's auch weg. Ah, vielleicht finden wir ja noch jemanden. Den wir Käse geben können. Einen hat man ja noch, aber ich weiß nicht, wo der ist. Der ist irgendwie wieder verschwunden. Der mit Sansia und den einen Typ da. Dieser Spielzeugmacher. Der im Gefängnis gewesen ist. Aber irgendwie ist der nicht mehr da. Oh boy, an eel. Oh boy, an eel. So. Kommt mal mit. Kommt mit. Quicksave, dass da auch nichts ver... dass da was schief geht. Hey, water. Hey, water. So. Und jetzt brauchen wir noch einmal ein Aal. Oh boy, an eel. So, so sieht das Ganze doch ganz gut aus. Ach, genau, den Nagel brauchen wir auch tatsächlich noch, fällt mir ein, um an die Sahne zu kommen. Gut, was wir noch dabei haben. So, dann auf zur Molkerei. Machen wir das hier rein und das hier rein und jetzt kommen sie doch, oder? Ja, da sind sie auch schon. Those poor cows. They're addicted to sesame sprouts. They should be eating grass out on the prairie. Ja, was auch immer. So, jetzt haben wir alles zusammen für ein leckeres, naja, mehr oder weniger leckeres Sandwich. Hm, das machen wir doch gleich mal. Dann Aal rein. Thanks. Das rein. Thanks. Und das rein. Thanks. Und dann haben wir das sehr gut. Dann geht es zurück zum... Ah, wie hieß der Typ? Stimme der Vernunft, glaube ich. Ow. So. Show me the art. Ja gut, es ist das hier. That will undoubtedly be useful in the right place. Der richtigen Stelle, und es ist das But hier. But we don't have the required seven people. I can override that requirement just long enough for us to get a preview. Malcolm did not kill us. There is a curse on the enchanted knife. Any person of royal Carandian blood who handles the blade will be stabbed to death. Gut. Und dann geben wir ihm noch das Sandwich. Excellent. You have assembled all the required elements. Yeah, but how are we supposed to get the Carandians in here? They won't budge. If they won't come here, we will have to visit them in the parlor. Oh, gleich rüber teleportiert. Das ist ja nett. Ah, und guck mal, die zwei sind auch schon wieder entwandelt. Das ist die Frage, wer das auch... hätten wir die auch nicht entmausifizieren können? Do not waste our...
do not. Ja, ist ja schon gut. Malcolm did not kill us. There is a curse on the enchanted knife. Any person of royal Carandian blood who handles the blade will be stabbed to death. I don't think they're convinced. They think this is just a parlor trick. Isn't there any more convincing proof? Let us view the events in question. It was many years ago. Malcolm and I were alone in the dining room. We had roasted a delicious Carandian pheasant for dinner. I grasped the knife, which had been a present from an anonymous admirer. The rest you can see for yourselves. As you have seen, my faithful cousin Malcolm is innocent. I think you, Kallik, have particular need of delivering an apology. Congratulations, Malcolm. Nice to have you back. I'm just glad it's all cleared up now. I love this part of my job. Oh my goodness, this is very embarrassing. So does this mean you're my uncle? My half-cousin? Finally, a clean slate. A fresh start. Who could ask for more? I'm glad that's over. Next on my agenda is a nice long nap in my own bed. If anybody deserves a nap, it's you. At last. Well, I've got some errands to run. I'll see you after your nap. Yeah, you did good. And you scored a lot of points, too. Good evening, sir. Don't be alarmed. I've thrown down that dirt to provide a demonstration of the remarkable ZQ4000 vacuum and home hygiene system. And I'd like to demonstrate the Malcolm 4000 unwanted salesman removal system. Ich glaube nicht, dass er so schnell Ruhe finden wird. Excuse us, but Brandon here insists on abdication. That means you, Malcolm, are the new king of Carandia. Well then, as my first official act as king, I order you two to go repair the Colossus on the Isle of Cats and turn yourselves back into mice. Ich sage, er wird nicht zur Ruhe kommen. Aber dass Brandon abdanken will, ist schon etwas seltsam. Aber das passt auch irgendwie zum Spiel. Und das ist jetzt auch ein bisschen überraschend.
So, ja. Das war also Legends of Kyrandia 3 und ich muss sagen, naja, man hört es mir wahrscheinlich an, so richtig begeistert bin ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich finde, es ist das schlechteste von den drei Kyrandia-Spielen. Sogar noch schlechter als den ersten Teil, finde ich jetzt jedenfalls. Ich finde, dem Spiel fehlt einfach... Also wenn ich so ein Fazit machen soll, dem Spiel fehlt einfach so ein, so ein gewisses Ziel, so ein gewissen Grund, warum was los ist und so weiter. Im ersten Teil hat man Malcolm gehabt, der Bösewicht halt war, den man besiegen musste. Im zweiten Teil ist Kyrandia verschwunden, man musste rausfinden, warum und es verhindern. Und im dritten Teil... Naja, hat man gemacht. Irgendwie von einem Ding ins nächste rübergegangen und das war's gewesen. Jetzt finde ich aber ziemlich cool gemacht. Naja. Auf jeden Fall, das hat irgendwie gefehlt gehabt, dass da irgendwas so gefehlt ist. Vor allem, ich finde, Malcolm hat sich auch nicht wirklich so richtig typisch verhalten. Wenn er noch der Bösewicht gewesen wäre, wie aus Teil 1, so hat er sich einfach nicht verhalten, wie der Bösewicht aus Teil 1. Man könnte natürlich auch sagen, dadurch, dass er diese verderbliche Magie verloren hat und die lange Zeit in der Stadt war, ist er vielleicht rehabilitiert, ist er vielleicht nicht mehr böse, gerade wegen der Magie, weil er das verloren hat. Und deswegen ist er jetzt aus der Statue und will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und wie man es so ganz optional gemerkt hat, seine Unschuld beweisen. Aber das war ja auch nur so ganz optional. Aber das war auch nur so ein bisschen halt. Ich glaube, deswegen hat mir auch der erste Akt, also wo man auf Kyrandia gewesen ist, auch am besten gefallen. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen sogar. Gerade mit den vier Lösungsmöglichkeiten und allem. Das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber dann ist es weitergegangen auf dieser Katzeninsel. Von Rätseln her war das nicht so wirklich toll. Das größte Rätsel war tatsächlich, sich durch den Dschungel zu irren und rauszufinden, wo man jetzt genau hinkommt. Ohne Karte, ohne... Wenn man keine Karte gemacht hat, wäre es auch richtig schwierig gewesen, die Karte zu zeichnen und alles. Und das war das Haupträtsel dann da. Und vor allem, dann ist wieder Malcolm hingegangen und hat gesagt, wir erobern Kyrandia zurück. Und das hat wieder nicht gepasst mit dem, er ist rehabilitiert, er will seine Unschuld beweisen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das hat schon wieder nicht dazu gepasst, zu dem, wie er im ersten Teil war. Teil 3 war dann das auf dieser Ende der Welt. Das war ja total seltsam mit diesen komischen Visionen, wenn man in eine Höhle reingegangen ist und wo man denkt, hä? Und auch jetzt am Schluss, gut, er hat seine Unschuld bewiesen. Gut. Aber dass dann jetzt auch Brandon auf einmal abdanken will und sagt, ja, oh, du bist jetzt der König, oh. Nee, das passt einfach überhaupt nicht dazu. Also es passt weder von den Charakteren dazu, noch passt es zur Story. Wie gesagt, die Story war tatsächlich nur, man will eventuell seine Unschuld beweisen, aber eigentlich will man in Ruhe gelassen werden, man muss fliehen, dann kommt man dahin, auf einmal bleibt man seine Rache an Kyrandia, was wieder, wie gesagt, zum ersten nicht passt. Dann ist man verbannt, muss wieder aus dieser Ende der Welt kommen und sagt, ich will eigentlich wieder zurück, ich bin doch gar nicht so schlimm. Dann kommt man auf einmal ins Limbo rein und dann denkt man auch, okay, was soll ich jetzt hier? Warum bin ich jetzt hier? Das passt einfach alles nicht richtig zusammen. Wie gesagt, die Zielsetzung, was bei den ersten zwei gewesen ist, das fehlt da komplett. Also, es hat zwar Spaß gemacht, das Spiel, aber so richtig toll war es eigentlich nicht.
vor allem kommt es überhaupt nicht an den grandiosen zweiten Teil ran. Der zweite Teil war ja wirklich klasse. Der erste Teil war schon, da habe ich auch schon viel bemängelt gehabt. Aber der Teil, naja, da hat so ziemlich viel alles gefehlt gehabt. Und danach war auch Schluss mit der Kyrandia-Saga. Eigentlich schade, noch so ein Spiel in der Kyrandia-Saga wie bei Teil 2 hätte ich eigentlich gut gefunden. Aber vielleicht war es dann besser so, dass sie jetzt auch hier da Schluss gemacht haben, nicht, dass es wie beim Teil 3 weitergegangen wäre. Naja. Okay. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß gehabt beim Spiel und beim Let's Play. Und wir sehen uns in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.